And welcome back to the Godsman with Mia wieder. Ja. Gut zu wissen. Wir gehen zu Iceman, der ist kalt. Ui. Iceman ist so cute. Wie so ein Eisclimber einfach. Süß. Nur mit noch größeren Augen. Oh Gott. Ja, so cute. Also Iceman und Gutsman sind... Gutsman! Nein! Ich glaube Iceman und Cutman oder so sind die cutesten Robotmasters. Finde ich. Obwohl Timeman ist auch ziemlich cool. Obwohl Timeman hat eher so einen Cool-Faktor. Anstatt... eines Süß-Faktors. Was seltsam ist, weil eigentlich sollte Iceman den Cool-Faktor haben. Oh Gott! Meine Witze, das ist echt so, dass die nicht besser werden. Eieiei. Ich bin einfach der Meister der Flachwitze. Schrecklich. Die werden immer flacher. Bald kann man schon unter denen... Bald kann man schon unterm Teppich Fallschirm springen, so flach sind die. Das hat jetzt nicht wirklich Sinn gemacht, oder so. Nee. Aber okay. Seit wann mache ich schon Sinn? Ich meine, Leute, kommt schon. Ihr kennt mich jetzt schon lange genug. Zumindest die, die mich schon seit einiger Zeit abonniert haben. Und für die, die gerade dazugekommen sind, hey, ich mache keinen Sinn, hi! Hi! Eieiei. Ah, dieses Rutschen in Iceman Stage ist ein bisschen nervig. Aber nicht so nervig wie das Öl in Oilman Stage. Das ist echt nervig. Mega Man und Ice. Ah. Ja, wirklich. Sowas müsste es geben. Gibt's bestimmt. Es gibt auch Super Mario und Ice. Ah, da denke ich mir auch immer so, what the hell. Wer kommt auf solche Ideen? Es gibt auch Pokémon-Musicals. Ja. Cutscene. Warning for duty. There's something dangerous up ahead, sir. Oh, freeze it at all costs, soldier. That's not in the schedule, is it? If it's not in the schedule, I ain't doing it. This calls for a change in plan, soldier. You're in for a cold time. Stop and freeze! Aber ist das Pokémon Musical nicht eigentlich sau schlecht an sich? Das weiß ich eigentlich gar nicht, aber... Ich meine, ich habe schon Sachen davon gehört, aber gesehen habe ich es nicht. Zumindest, ich meine jetzt auf YouTube gesehen. Weil, viel Spaß, das heute noch in einem Musical zu... in einem Theater zu finden. Oh. Oh nee, jetzt macht Skype Probleme, super. Great, great, great shit. Den Kampf mache ich jetzt noch fertig, schnell. Dann muss ich kurz schauen, was da geschieht. Eieiei. Great. Der Ton ist auch gleich leiser geworden. Super, super. Ich liebe es. Ich muss jetzt kurz einen Cut machen. Und da wären wir wieder. Sorry für diesen Problemos, aber passiert halt. Skype ist eine so Bitch. Ist die Technik. Skype ist eine Bitch. Eine unzuverlässige Bitch. Oh ja. Na egal, jetzt wird's heiß. Fireman. Ich muss mir einen Flachwitz verkneifen. Sag ruhig. Nee. Sag ruhig, Flachwitze sind erwünscht. Nein. Sag an. Nein, sag. Lieber nicht. Sag. Komm. Nein. Komm. Ich muss mein Flachwitz-Repertoire erweitern.
Ich muss diese. Das wäre noch nicht mal mehr witzig, wenn ich das jetzt sagen würde. Warum? Das wäre nicht mehr so heiß dann. Nee, ist dann nicht mehr heiß. Ah, okay. Na gut, dann dürft ihr halt in den Kommentaren raten, was es war. Oder du schreibst es dann einfach in die Kommentare. Ja, genau. So als extra. So als Special extra für die, die in die Kommentare schauen. Eine Preisverleihung. Du hast gewonnen. Ja, genau. Ey. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, weißt du eigentlich, warum ich dich für Gutsman haben wollte? Nö. Gutsman ist ja männlich. Ich habe ihn männlichen gebraucht. Oh. All die anderen sind so mädchenhaft. So mega verarschen einfach. Ne, aber für den Roleplay-Through, das ist Megamans Schwester, weil als die kann man auch spielen, da habe ich auch einen netten Gast geplant. Okay. Spoiler, kein Mädchen. Oh. Weil ich kenne keine. Okay. Hashtag einsam. Forever alone. Ja, genau. Zukunfts-PK blende hier die Forever Alone-Meme ein. Oh. Weißt du was? Tu's nicht. Du bist eh zu faul dafür. Er sagt mein Zukunft. Und wenn nicht, dann macht er da zwei dahin und schreibt das runter Together Alone. Oh. Er wär's doch mein Zukunft. Meine Zukunft. Ich. Das ist echt so mega faul. Das glaubst du nicht. Und jetzt schreibt er sicher irgend so einen Text hin, so von wegen: Hey, hör auf mich zu beleidigen, Vergangenheit sich. Ich warne dich, wenn du das tust, ey. Nachtragend, sehr, sehr nachtragend. Ja, ich diss mich ja eigentlich gerade selber, aber okay. Da bin ich ja gut drin. Hashtag kein Selbstwertgefühl oder so. Hey. Ja. Ich bin aber auch mega faul. Da frage ich mich manchmal, ob das irgendjemand toppen könnte. Ich? Wenn man den ganzen Tag lang im Bett liegt und einfach nichts macht. Okay, nichts machen tue ich nicht, ich zocke. Ich atme. Dann atme aber leise, weil jetzt kommt eine Katze hin. Diese Flachwitze von denen einfach manchmal, wie die, was die da reißen für Flachwitze, das ist echt schlimm. Es kommen schon fast an meine ran, ja? Die passen sich an das Niveau an, oh Gott. Oh. Aber ich meine, es ist nicht so schlimm wie den Witz, den ich gebracht habe, als ich mal gegen Cutman gekämpft habe. Eine Cutscene. Ah? Oh Mann, das war so schlecht. Ein bisschen. Oh Mann. So richtig mies. Manchmal denke ich mir, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Das fragt sich bestimmt jeder irgendwann mal. Aber ich frage mich das dauernd. Because I can it. That Deutsch, yo. Das war nicht mal Deutsch. Okay, auf zu Oilman! Aber rutsch nicht aus dabei! Ja, da muss ich jetzt auch dir das erklären. Weil Iceman Stage war ja, da rutscht man einfach nur so hin und her, weil es rutschig ist, ja? Eis und so. Mhm. Aber Oilman Stage ist ja nicht so, als würde man einfach auf dem Öl rumrutschen, nein! Wenn man auf dem Öl steht und sich links oder rechts bewegen will, fliegt man auf seinen Arsch! Dann rutscht man durchgängig. Nee, man fliegt auf seinen Arsch! Und dann dauert das erstmal eine Sekunde oder so, bis man sich wieder aufrichtet. Das heißt, man muss über das Öl springen, 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 wie ein Reh.
so richtig scheiße einfach. Es nervt einfach. Weil das vergisst man vielleicht sogar mal und dann fliegt man einfach seinen Arsch, denkt sich, ja scheiße, jetzt muss ich wieder warten, bis der aufsteht. Oilman Stage im Generellen ist einfach blöd, weil dann sind auch noch so Feuergegner. Die schießen da Feuer auf das Öl und dann fängt es an zu brennen. Zum Glück bringt... Eine explosive Mischung. Ja genau. Zum Glück bringt das einen nicht sofort um, aber ist trotzdem scheiße. Das wäre sonst ein bisschen overpowered, wenn das einen sofort umbringen würde. Naja, in Mega Man 6, da gab es auch so ein ähnliches Gimmick in Flame Man Stage. Weil in Flame Man Stage gab es auch Öl, welches angezündet werden konnte. Und ja... Das war Instant Kill. Oh. Ich glaube, da sitzt man dann ein bisschen lange dran. Hm. Naja. Wenn man gut springen kann, ist das nicht das größte Problem. Man muss halt gut jumpen. Aber wenn man unfähig ist, wie ich, dann ist das das Problem. Eieiei. Und ich flieg schon wieder auf meinen Arsch. Wunderbar. Okay. How did that work? I don't know. Ja, genau. Ist klar. Was war das für eine Combo-Combo? Huch. Okay, irgendwie habe ich mir gerade selber eine Falle gebaut. Oder auch nicht. Los, Guardsman, du schaffst das, ohne auf deinen Arsch zu fliegen, ja? Okay. Au. Ja, einfach vorbeirennen an die Gegner, haben sie nicht nötig. Oh ja, da war ja was. Und wo ist der Sinn dahinter? Da ist kein Sinn dahinter. Ach super, da brauche ich mir einfach mal noch eine Frage, das ist super, ich liebe das. So, komm schon. Fail, fail, fail. Ein Fail nach dem anderen. Scheiß drauf. Failception? Ja, so ein bisschen. Diese Feuergegner, die sind nervig. Oh, große Lebensenergie. Oh. Das ist toll immer. Und komm schon. Oh, noch eine große Lebensenergie. Was geschieht hier? Das Glück ist auf deiner Seite. Und das sogar vor Oilman. Cutscene. So alt ist Guardsman auch nicht, ja, Oilman? Ich meine, ich weiß nicht mal, wann Oilman und Timeman gebaut wurden, weil das wird ja nie erklärt. Die sind ja nur einfach dazwischen geschoben. Aber ich schätze mal, die sind vor Eleqman, aber... Na, ja, vor Eleqman, aber nach den anderen. Weil Eleqman hat so ein riesiges Ego, einfach nur weil er der Letztgebaute ist. Neueste Technologie und so. Deswegen hat Eleqman so ein richtiges Ego, so, ah, meine wunderschöne Elektrizität wird dich umbringen, ah. So redet er. Passt auch gut auf das heutige Bild der Jugend.
Elektrizität? Nein, das ist Halten. Eine ja. Elektrisierende Persönlichkeit. Oh ja. So kann man die Leckman beschreiben. Oh Gott. Ah. Hey. Und wo wir gerade von Elecman reden, der wird als nächstes besiegt. Oh, so schnell? Ja, Oilman ist down. Das heißt, jetzt geht's auch zu Elecman. Achso. Ich habe noch immer keine... Ich dachte, du wärst schon mit Elecman fertig. Nein, nein. Elecman, time. Ich habe keine Ahnung, warum Elecman schwach gegen Öl ist. Habe ich keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil Öl nicht Strom leitet? Vielleicht, weil Öl zu Gummi wird und Gummi nicht Strom leitet. Hm. Naja, so viel Sinn macht das auch nicht. Ich meine, Gatsumin ist schwach gegen Zeitverlangsamung. Das macht auch keinen Sinn. Ich meine, manche Schwächen kann ich ja verstehen. Zum Beispiel, Iceman ist schwach gegen Bomben. Das liegt wohl daran, dass Bomben Eis zerstören können. Ja, natürlich. Bombman ist schwach gegen Cutman. Das liegt wohl daran, dass Scheren die Bomben zerschneiden. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, das ist eher eines der Sachen, die eher unlogisch erscheinen. Naja, vielleicht schneiden die Scheren die Lunden ab. Dann müssten die aber ziemlich schnell sein. Aber im Gameplay sieht es ja so aus, als würden die Bomben komplett zerschnitten werden. Also, weiß ich nicht, wie das läuft. Aber wer weiß. Mega Man-Logik ist fast so gut wie Nintendo-Logik. Macht alles keinen Sinn. Ja. Den fehlt halt der Sensemaker. Aber sonst wäre es ja auch zu langweilig. Ja, bitte. Ich meine, Real Life ist ja langweilig. Ist nix los. Voll langweilig dort. Ja. Hey. Kletter, kletter, kletter. Ja, Elecman Stage ist lustig, weil man klettert die ganze Zeit nach oben. Denke ich mir auch, wie hoch muss ich noch gehen? Und wie hoch ist dieser scheiß Turm? Weil es ist ja eigentlich ein Turm, soweit ich weiß. Ja, wenn man immer hochklettert, dann ist es ein Turm. Könnte auch. Ist naheliegend. Irgend sowas halt. Aber da denke ich mir immer, wie hoch ist der Scheiß? Müsste man sich mal ausrechnen. Einfach so Megamans Größe nehmen und Pixelmaß oder so. Keine Ahnung. Hört sich an wie ein Job für jemand mega langweiligen, der nichts zu tun hat einfach. Jemanden, der am besten mit Mathematik umgehen kann. Ja, sicher. Also nicht ich. Oh. Mobb mich doch nicht. Ich bin schlecht in Mathe und ich stehe dazu. Ja, ich auch. Elecman, Cutscene. Oh, your unrefined ogre voice is grating on me to the point of short-circuiting. Well, well, Elecman, you're still a self-absorbed weakling. Und Elecman ist noch immer ziemlich tricky eigentlich, weil... Ja, es ist Elecman. Er ist nicht so scheiße wie in Mega Man 1, aber in Mega Man 1 hat er einen auch in 3 Hits umgebracht, also bitte. Das, oh Gott. Ja. 3 Hits und man war tot. Dasselbe galt halt auch für Iceman, aber Iceman konnte man besser ausweichen. Ach, ist alles shit. Aber ich habe hier einen kleinen Bug mit Elecman gefunden, wo ich den einfach so hin und her rennen lassen kann. Der rennt dann einfach... Ich habe hier gerade so einen Block erschaffen. Und der rennt die ganze Zeit gegen diesen Block. Das heißt, ich... Du stößt immer an der Wand ab, also... Nein, nein, der rennt einfach gegen den Block. Der rennt dagegen. Das heißt, ich kann ihm einfach in den Rücken schießen mit einem anderen Block.
Ich liebe diese Taktik. Den Glitch habe ich selber rausgefunden. Aber ich weiß nicht mal, ob es ein Glitch ist, aber ich zähle es als ein, weil ich glaube, seine KI war nicht dazu programmiert, so zu denken, dass er wirklich so... Also er war auf diese Situation nicht programmiert. Er denkt sich aber nur die ganze Zeit, oh mein Gott, was passiert hier? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ah! Ja. Es ist halt ein bisschen schwer, ihn zu treffen, aber es geht. Und ein Hit noch und er ist down. Bam. Yay. Jetzt haben wir noch einen Robotmaster vor uns, Time Man. Und das ist der härteste Kampf für Gutsman, weil Time Man ist stark gegen ihn. Das heißt, das wird ein langer Kampf. Welchen wir im nächsten Part bestreiten werden. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.